herzlich willkommen zum heutigen Kreativvideo. Diese Woche machen wir die Woche der Moosgrenze und die Woche der Sukkulenten, denn beides ist jetzt ganz frisch in meinem Sortiment. Ich habe für euch endlich tolle, getrocknete, beidseitig gebundene Moosgrenze. Einmal so in 32 cm und dann noch die kleinere Größe in 25 cm. Und was ihr da draus Tolles zaubern könnt, das möchte ich jetzt euch heute, aber auch im Laufe der Woche zeigen. Zuallererst, ihr könnt die Grenze natürlich auch selber binden, gar kein Problem. Aber manchmal fehlt die Zeit, die Lust und ganz ehrlich, wenn man schon so einen fertigen Moosgrenz da hat, der lässt sich so easy mit tollem Naturmaterial bestücken. Das sage ich euch heute. Ihr werdet wirklich die wahre Freude dran haben. Und ich würde sagen, dann starten wir doch gleich mal. Wir starten jedoch in die Woche nicht mit dem großen Exemplar, sondern mit dem kleineren Moosgrenz. So sieht er aus, wenn nichts drauf ist. Und so kann er aussehen. Hat ein bisschen was weggeflogen und so kann er aussehen, wenn ihr ihn fertig bestückt habt. Schaut mal, ist das nicht ein Traum? Und das geht wirklich so, so einfach. Also, ihr benötigt Strohkranzdurchmesser 20 cm, den bebindet ihr mit Moos oder kauft eben das fertige Exemplar. Ich verlinke euch natürlich auch alles unten in der Infobox. Und dann benötigen wir Eukalyptusfrüchte mit langblättrigen, Eukalyptuszweige mit Früchten und langen Blättern, so herum. Frische Mohnkapseln im Mini-Format ist jetzt auch ganz, ganz neu im Sortiment. Dann noch ein bisschen Euphorbia und farblich passende Sukkulenten. Und wie das Ganze funktioniert, da würde ich mal sagen, kommt ihr zu mir in die Nahaufnahme und ich zeige euch alles Schritt für Schritt. Also kommt rüber. Herzlich willkommen im Detail. Ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses tolle Arrangement total easy gestalten könnt. Und zwar, ihr braucht dafür einmal Eukalyptusfrüchte mit langblättrigen Blättern. Dann brauchen wir etwas frischen Mohn und dann eben die Sukkulenten. Je nachdem, was ihr für eine Farbe wollt, schaut einfach mal, was gut passt. Ich finde, dass zum Eukalyptus immer auch ganz gut dieses graubläuliche passt, graubläuliche Grün. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Euphorbia mitgearbeitet und das war es eigentlich schon. Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie ihr das Ganze dann so kreieren könnt. Also als erstes schneidet ihr euren Eukalyptus mit Blätter, eure Eukalyptusfrüchte mit Blätter ab. Es kann sein, dass ab und zu mal ein paar Blätter dabei sind, die nicht ganz so schön sind. Die lege ich dann auf die Seite. Und dann braucht ihr natürlich Patenthaften. Sobald wir mit Moosgrenzen und mit Deko arbeiten, brauchen wir einfach immer Patenthaften. Und dann fangt ihr an, total easy und einfach, den Eukalyptus auf euren Moosgrenz zu sticken. Und das liebe ich echt an diesen Moosgrenzen. Sie lassen sich wirklich so, so, so einfach dekorieren und bearbeiten. Und es ist aber trotzdem immer super individuell und super schön. Ich zeige euch jetzt gerade mal hier diesen Bereich und den könnt ihr dann einfach wiederholen. Also, ihr besteckt jetzt das Ganze mit Moos und wenn ihr mit dem fertig seid, dann schnappt ihr euch als nächstes eine Sukkulente. Ich wähle jetzt hier gerade mal, also ich gucke immer, wie gesagt, dass die Farben ganz gut passen. Und dann nehme ich die Patenthafte und stecke die hier hinter dem Blatt diagonal vorsichtig nach unten. Ganz langsam schieben, dann guckt ihr, ob es rauskommt, es passt. Und dann schiebe ich sie komplett durch. Macht die Blätter zurück und schaut mal, man sieht wirklich nichts mehr von der Patenthafte. Ich schaue jetzt gerade mal, in welchem Bereich ich sie haben möchte. Ja, jetzt mache ich sie hier rein. Da halte ich noch mal hinten die Patenthafte ein bisschen fest und stecke die Sukkulente dann ganz vorsichtig rein. Und schon ist sie befestigt. Was ich auch immer noch ganz, ganz zusätzlich mache, dass ich einfach von unten, also wenn die Patenthafte schon auf eurem Moosgrenz ist, dass ich dann einfach
die patenthafte, sorry, wenn die Sukkulente schon auf eure Moosgrenze ist, sorry, dann stecke ich hier nochmal eine patenthafte rein von der anderen Seite und dann habt ihr einen richtig, richtig guten Halt. Was ich finde, was ganz toll zu den Patenthaften passt, das ist der Mini-Mohn, die Mini-Mohn-Kapseln in Frisch. Die habe ich jetzt ganz neu ins Sortiment bekommen und die trocknen euch auch toll ein. Wurden im Laufe der Zeit ein bisschen bräunlich. Ich schneide da hinten die Stiele kurz ab, stecke sie dann so ein bisschen unter die Patenthafte. Da müssen wir noch ein bisschen kürzer machen, will nicht so ganz. So, und dann stecke ich das Ganze auch mit einer Patenthafte fest. Schaut mal. Und dann habt ihr wirklich einen richtig, richtig guten, bombigen Halt. Ihr könnt da eine mit dazu nehmen, also ich mache ganz gern zwei, einfach damit wir wieder so ein Trio haben. Ihr wisst ja, wir dekorieren immer in ungeraden Zahlen, einfach weil das stimmig fürs Auge ist. So, jetzt bin ich etwas zu fest an die Kapsel dran gekommen, die müssen wir nochmal feststecken. Das passiert manchmal auch, gerade wenn man vielleicht die Stiele etwas zu kurz abschneidet. So, aber jetzt passt es ganz gut, schaut mal. Und was auf jeden Fall noch mit dazu muss bei diesem Kranz, das ist Euphorbia spinosa. Das gibt uns noch mal etwas Struktur und auch so ein bisschen Leichtigkeit. Ich würde das jetzt gerade hier so hinten reinstecken. So, und das war es auch schon. Schaut mal, ist das nicht gelungen? Also ich finde es echt super, super schön. Ich habe euch jetzt diesen Teil hier gezeigt. Ihr macht es natürlich erstmal komplett einmal rundherum, dann die Sukkulenten anordnen, dann die Mohnkapseln. Na, was sagt ihr? Habe ich euch zu viel versprochen? Nee, gell, auf gar keinen Fall. Es ist wirklich so, so einfach, einen Mooskranz zu bestücken. Und wenn ihr dann noch so tolles Material habt, wie ich heute verwendet habe, dann wird das einfach nur wunderschön. Versprochen. Und wie dekoriert ihr den jetzt? Ihr könnt ihn natürlich aufhängen, ihr könnt ihn aber auch in so eine schöne Holzschale legen. Und ja, dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz tolle, individuelle, besondere und super schnell gemachte Deko. Ich hoffe, ich konnte euch heute inspirieren mit meinem Kränzchen. Mehr Ideen folgen die Woche. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr einschaltet. Und nun zum Schluss bleibt mir zu sagen, wie immer, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.